Hier zeige ich euch, wie ihr einen Würfel aus Geldscheine super gut, schnell eigentlich auch und einfach falten könnt. Ihr braucht dazu 6 gleiche Geldscheine. Kommt jetzt ganz einfach rein. Ich mache das so, dass die 10 jetzt außen ist. Knüpft euer Geld einmal so. Einmal zusammen. Die Falten wirklich gut nachdrücken. Faltet die eine Seite bis zur Mitte. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht drüber faltet. Über die Mitte. Die andere Seite auch zur Mitte. Könnt ihr nochmal kontrollieren, ob ihr nicht rüber gefalten habt, indem ihr einfach den Geldschein zusammenfaltet. Jetzt nehme ich die Seite, die geschlossen ist, immer nach oben. Welchen Geldschein? Und falte die obere Ecke einmal zu diesem Bruch hin. Und das gleiche mache ich auch unten. Es ist wichtig, dass ihr alle 6 Geldscheine genauso faltet, dass der Bruch dann eben entweder immer oben ist oder ihr faltet eben andersrum, dass der immer unten ist. Jetzt faltet ihr beide Seiten zusammen und faltet diese Ecke zu dieser Kante. So sieht euer Geldschein jetzt auch aus. Jetzt faltet ihr hier unten diese äußere Ecke zu diesem Punkt. Drückt das nochmal alles schön zusammen, die Kanten. Jetzt könnt ihr das ein Stückchen auseinander machen. Hebt hier die Lasche hoch und schiebt diese Ecke hier unten rein. Und unten macht ihr das genauso. Schiebt ihr auch hoch und schiebt diese Ecke hier auch rein. Zieht euer Geldschein so aus. Jetzt dreht ihr euren Geldschein. Haltet jetzt hier gut den Finger hin in diesem Punkt und faltet diese Seite, diese Spitze an diesem Punkt. Ihr könnt euren Geldschein drehen und faltet diese Seite hoch, sodass sich dann eben halt ein kleines Quadrat ergibt. Drückt nochmal alles und habt das erste Modul fertig. Euer Würfel besteht aus 6 Modulen, daher die 6 gleichen Geldscheine. Und wenn ihr eure 6 Module gefalten habt, dann braucht ihr jetzt nur beikommen und die zusammenstecken. Und zwar nehmt ihr euch immer so eine Kante, ja, und schiebt die, ich dieses hier ein ganz kleines bisschen hoch und schiebt die Ecke jetzt hier rein. Und zwar müsst ihr bei jedem Mal, jedem Stück, jedes Teil, also müsst ihr 2-mal reinstecken. Also ist ja klar, sind ja auch 2 Ecken da. Könnt ihr ein kleines bisschen weg. Hier habe ich jetzt schon die Ecke von der Seite. Die macht sich nur schlecht. Dann nehme ich die andere Seite.
guck, wie ich es am besten eingebastelt kriege. Und ihn hier auch mal das zusammendrücken. Jetzt habe ich hier die erste Ecke vom Würfel. Mal die Ecke hochholen, um das da reinzustecken. Ich mache das erst so, dass wirklich eben nur alle Ecken fest drin sind, dass euch das nicht wieder aufgeht. Und hier seht ihr, könnt ihr das auf dieser Seite, oder ich gehe jetzt hier einmal erstmal rüber über den Würfel. Jetzt in den Würfel so zu drücken, sodass sich alles jetzt hier alle Ecken gleichmäßig reinschiebe und diese 6 Module richtig gut miteinander verbinde. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt hier das ja mal richtig gut eben auch öffnen. Hier habt ihr jetzt einen Schlitz. Da könnt ihr noch einen schönen Spruch oder irgendwas, was ihr denjenigen schenken wollt, einen kleinen Zettel oder eben ein anderes kleines Geschenk in den Würfel reinstecken. Das ist natürlich auch nochmal eine super schöne Idee und Möglichkeit. Ich verziehe meinen Würfel jetzt nochmal mit einer Schleife, indem ich die jetzt hier einfach rumbinde und die unten zusammenklebe mit dem beidseitigen Klebeband. Wie ich die Schleife mache, zeige ich euch in einem anderen Video. Das ist jetzt die Schleife mit der Gabel. Und ich lege euch diesen Link von dem Video unten in die Infobox. Wenn euch die kleine Geldgeschenk-Idee als Würfel gefällt, teilt das Video mit anderen. Ich wünsche euch viel Spaß beim mal selber auszuprobieren.